Hallo, willkommen bei einem weiteren Video. Heute geht es um Dread-Produkte. Ich war letztens bei DM und habe ein paar Kleinigkeiten eingekauft, die ich euch gerne mal zeigen möchte. Fangen wir an mit der Kieselerde. Ich habe jetzt die von Abtei genommen. Es gibt bestimmt auch noch andere Marken, die das vertreten. Achtet bitte darauf, dass ihr das Pulver kauft und nicht die Tabletten, weil sonst ärgert ihr euch zu Hause beim Auspacken, weil wir wollen das ja nicht essen, sondern wir wollen es dazu benutzen, um unsere Dreadlocks bzw. die Extensions zu bearbeiten. Also mit der Kieselerde kann man eine Kieselerde-Kur machen, indem man das Pulver, das ist Pulverform, mit Wasser mischt und dann hat man wie so ein Zement-Mörtelartige Masse, die man dann auf die Haare oder auf die Extension schmieren kann, um sie ein bisschen rauer und filziger zu machen. Die lassen sich also besser verfilzen. Und für die Haare kann man das verwenden, um praktisch den Dreadlocks nochmal Festigkeit zu verleihen. Dann habe ich noch gekauft einen neuen Kamm. Das ist jetzt so ein Nissenkamm. Ich kann jetzt mal gucken, ob es scharf stellt. Nicht wundern, der ist schon ein bisschen zerknickt, weil ich damit schon gearbeitet habe. So sieht der aus. Ziemlich sehr fein. Und ihr könnt auch schon sehen, warum es besser ist, einen Kamm mit Metallborsten zu kaufen. Die sind nämlich weitaus stabiler. Jedenfalls so einen Kamm braucht ihr, wenn ihr eure Dreadlocks anfertigt. Oder beziehungsweise die Extensions, das ist ja in meinem Fall so. Dann, ach, ich kann euch mal noch meinen allerersten Kamm zeigen, nämlich so einen. Der hat einen praktischen Stiel hinten dran, damit kann man sich nochmal irgendwelche Knötchen rausziehen. Aber wie ihr seht, auch dem fehlen schon einige Borsten. Dann habe ich noch gekauft eine Häkelnadel, ganz wichtig. Das ist jetzt eine relativ kleine. Hier steht leider keine Größe drauf, denn ich habe die mal in irgendwie so einem 1-Euro-Laden gekauft. Deswegen wird die mich auch so 1 Euro gekostet haben. Aber davon braucht ihr unbedingt mindestens eine, um eure Dreadlocks zu festigen, beziehungsweise die Extensions. Und um generell eure Dreadlocks in Form zu halten. Dann habe ich noch gekauft, etwas früh schon, aber ich fand sie relativ schön. Haarbänder, die sind jetzt nur aus Stoff und ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass man damit schöne dicke Zöpfe und sowas machen kann mit den Dreadlocks. Und dann habe ich noch gekauft ein Shampoo. Ich weiß, Shampoo generell soll man mit Dreadlocks nicht unbedingt verwenden. Generell alles, was die Haare pflegt und geschmeidig macht, das wollen wir eigentlich nicht für unsere Dreadlocks. Ich habe aber dieses Shampoo jetzt schon öfters gesehen bei anderen Leuten mit Dreadlocks und ich denke mal, daher dürfte es okay sein. Das ist also ein Head & Shoulders Anti-Schuppen-Shampoo mit dem Geruch, keine Ahnung, steht nicht drauf. Ja, irgendwas, es riecht frisch, darum geht es mir. Ansonsten könnt ihr auf sämtliche Kernseifen zurückgreifen. Die haben natürlich den Vorteil, die haben überhaupt keine Zusatzstoffe, Silikone etc. pp. Enthalten. Es kann aber sein, dass eure Kopfhaut sich damit nicht so verträgt, weil das schon eine sehr trockene Kopfhaut bereitet. Dann möchte ich noch kurz etwas zu den No-Gos sagen. Bitte verwendet keine Öle, keine Spülungen oder Wachse für eure Dreadlocks. Diese ganzen Produkte, die sorgen dafür, dass eure Haare weich und glänzend werden und das bekommt ihr so, so schwer aus euren Dreadlocks wieder raus, dass sich praktisch diese Produkte in diesen Dreadlocks verfangen und dies kann zu Schuppen führen, zu gereizter Kopfhaut. Eure Dreadlocks können anfangen zu stinken, übertrieben gesagt. Also egal, wer euch sowas empfiehlt, um zum Beispiel eure Dreadlocks am Anfang in Form zu halten oder um sie nochmal zu festigen, benutzt sowas bitte nicht. Am besten werden eure Dreadlocks, wenn ihr sie so lasst, wie sie sind, wenn sie möglichst natürlich wachsen können und somit können sie natürlich auch am besten verfilzen. Wie gesagt, ihr könnt nachhelfen, indem ihr ab und zu mal so eine Kieselerde-Kur auf eure Dreadlocks packt. Aber gut auswaschen, nicht vergessen, weil das Zeug
ich habe es ja jetzt gemerkt bei den Extensions, das Zeug macht einen Haufen Arbeit und eine Riesensauerei und das Ausspülen ist das A und O. Sonst habt ihr dann irgendwann ganz viel Pulver in euren Haaren, was so nach und nach herausrieselt und das könnte unschön werden. Dann kann ich noch eine tolle Ankündigung machen. Und zwar habe ich endlich meinen Termin bekommen für meine Dreadlocks. Das wird am 2. April sein um 11 Uhr und ich schätze mal, das wird dann auch 10, 11, 12 Stunden dauern. Aber ich freue mich total drauf, endlich diese glatten, platten Haare loszuwerden. Ich habe dazu ja schon mal Extensions vorbereitet, dazu gibt es auch noch Videos. Und darin zeige ich euch, wie ich aus diesen schönen Strähnen solche schönen, festen Dreadlocks zauber. Naja, zaubern ist übertrieben. Auf jeden Fall bin ich ziemlich zufrieden damit. Ich muss, wie gesagt, doch etwas umdenken. Ich dachte ja, ich kann 4 solche Strähnen für eine Dreadlock nehmen. Das ist jetzt so eine 4er. Das ist mir persönlich zu dünn, deswegen werde ich jetzt so hier weiterarbeiten. Das sind 6 Strähnen pro Dreadlock. Damit bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Also, ich hoffe, ihr bleibt dran und ich freue mich drauf. Tschüss! Wenn ihr diese trockene Kopfhaut... Love is walk by holding hands.